Diese feigen Menschen, dafür werden sie bezahlen. Sind das Havianer? Natürlich sind sie das. Havianer, bereitet euch auf den Tod vor. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Zwielicht. Ich bin der Bärenbruder und ja, wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Ja, und sind jetzt dabei, mit Darius hier die Geschichte weiter fortzusetzen. Und genau das werden wir auch tun. Und das Erste, was wir machen, ist, dass wir sie ansprechen. Ich habe versagt. In welcher Hinsicht? In jeder. Die Dunkelelfe hat mir den Kristall gestohlen, ich habe mich im Menschenreich verlaufen und dann habe ich mich auch noch von unserem Erzfeind gefangen nehmen lassen. Ich bin eine Schande. Da du nun weißt, was du falsch gemacht hast, wirst du die Fehler beim nächsten Mal nicht mehr machen. Du verstehst mich nicht. Der Kristall hätte nie in falsche Hände geraten dürfen. Warum nicht? Weil er gefährlich ist. Was macht den Kristall so gefährlich? Wisst ihr das wirklich nicht? Hat die Dunkelelfe nie etwas gesagt? Arianit hat mit mir nicht über den Kristall gesprochen. Sie weiß vermutlich selbst nicht, wie der Kristall eingesetzt werden kann. Dann sage ich gar nichts mehr. Je weniger ihr wisst, desto besser. Mir ist nicht danach zu reden. Gut, die Tür ist abgeschlossen. Dann gehen wir da auch natürlich erstmal nicht rein. Fast ist versiegelt. Und auch die Tür ist abgeschlossen. Genau wie die. Tja. Und ums an, dass ihr in dem Gebäude vorerst sicher seid. Wenn du über die Geschichte dunkel verletzt, du die Zeit, würdest du es lesen? Im Sachsen getrocknete Blätter. Selbst einem Krieger wie mir läuft es bei diesen Monstern kalt den Rücken runter. Sie sind nicht einfach nur schwarz. Es war so, als ob da nur Leere ist. Möglicherweise gibt es zwischen den Monstern und den Abbildungen auf dem Wandbild eine Verbindung. Die Kreaturen auf dem Bild hatten eine gewisse Ähnlichkeit. Was weiß ich. Jedenfalls sind diese Monster jetzt vor dem Tor und lauern nur darauf, dass wir rauskommen. Das ist anzunehmen. Macht dir das überhaupt nichts aus? Ich bin mir der Gefahr bewusst, in der wir schweben. Ich heb's auf. Solange ich mich nicht an den Menschen gerecht habe, werde ich nicht sterben. Hast du gesehen, was mit Jarosch passiert ist? Nein, aber die Monster haben sich zuerst auf die Soldaten am westlichen Rand des Lagers gestürzt. Ich vermute, dass Jarosch geflohen ist. Ja, du hast wohl recht. Eigentlich ist es mir auch egal, was aus ihm wird. Er hat auf dem Thron genauso wenig verloren wie Lothir. Was wirst du jetzt tun? Ich muss Lothir vor Jarosch warnen. Er darf nicht an die Macht kommen. Die Gefährten verließen am nächsten Tag ihr Versteck. Ui! Die Monster sind nicht mehr da. So viele Tote. Wer dafür auch immer verantwortlich ist. Da ist jemand. Ihre Hoheit wird über den erfolgreichen Verlauf des Experiments sehr zufrieden sein. Erfolgreich? Du beliebst zu scherzen. Es ist so gut wie alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Eigentlich sollte sich nur ein Tor öffnen. Solange wir die Kraft nicht kontrollieren können, steht es außer Frage, sie gegen Minrod einzusetzen. Die Macht des Kristalls hatte die Dunkelelfen wie geplant zerschmettert. Mit Minrod wird das gleiche passieren. Diese feigen Menschen, dafür werden sie bezahlen. Sind das Havianer? Natürlich sind sie das. Havianer, bereitet euch auf den Tod vor. Darius, pass auf die Elfe auf, ich halte ihn zurück. Sobald sich die Gelegenheit ergibt, lasse ich dich laufen. Erstaunlich, jemand hat den Angriff überlebt. Soldaten? Ui, das ist viel für uns, Beorg. Ein Toter kann seinen Stamm nicht mehr rächen. Jetzt.
Die Elfe konnte sich leider losreißen. Egal, sie könnte uns sowieso nicht mehr mit uns unterhalten. Verschwinden wir von hier. Mit wem habe ich die Ehre? Valadil, ich bin Valadil. Prinzessin Valadil? Ja, ihr müsst sofort... Eure Hoheit. Was wollen wir hier? Wir entfernen uns immer weiter von Havia. Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Ich will mit Lothe sprechen, um ihn von diesem Elfen Yarish zu warnen. Lothe ist zwar unfähig, aber Yarish wäre ein noch schlechterer Herrscher. Das ist mir doch egal. Du musst ja nicht mitkommen, geh doch wieder zu Minro zurück. Ha, die sind auch nicht besser als Havia. Ich will nicht für Menschen kämpfen. Da kämpfe ich lieber auf eurer Seite. Dann beschwer dich nicht. Du wirst den Drachen schon noch bekommen. Ich habe mitbekommen, wie einige dunkle Elfen darüber sprachen, dass du verbannt wurdest. Aus welchem Grund hat dich denn voll verstoßen? Das geht dich nichts an. Habe ich etwas Falsches gesagt? Sie spricht wohl nicht so gerne darüber. Ich war zu schwach, deswegen. Schwach? Du bist eine... falsche Stimme. Schwach? Du bist eine mächtige Kriegerin. Was weißt du schon? Steht die Verbannung im Gespräch mit deinem Herrscher nicht im Wege? Nein, es war nicht Lothe, der mich verbannt hat. Er wird mich anhören. Wir müssen über den Finsterstein, wenn wir nach Urelit wollen. Macht euch auf einen schwierigen Aufstieg gefasst. Okay. Dann sprechen wir natürlich jetzt mal wieder. Und weiter geht's. So, da haben wir doch schon mal eine Höhle. Und da haben wir ein Schwarzerzstück. Oh, eine Eishöhle, wie es aussieht. Wir waren das Eis versperrt, den Weg. Ja, das sehe ich. Also können wir wohl tatsächlich nichts machen erstmal. Dukaten. Gitterknolle. Verdammt, das wäre der kürzeste Weg gewesen. Es bleibt keine andere Wahl, als über den Berg zu klettern. Ein zerstörter Brücke, man muss einen langen Umweg machen. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. So. Ach nee, das wird erstmal links liegen, das ist bestimmt nicht so wichtig. Hallo? Das ist doch so ein Glockenfeld. Aber irgendwie kann man wohl nicht damit interagieren. Okay. Hilf mir, Schwester! Was ist passiert? Ich wurde von diesen verfluchten Bergkobolden angegriffen. Sie haben mir meinen Ring geraubt. Für andere ist er wertlos, aber mir bedeutet er sehr viel. Ich werde dich auch bezahlen. Ich kann dir nicht versprechen, nach diesen Bergkobolden zu suchen. Aber wenn sie mir über den Weg laufen, werde ich sie erschlagen. Und wenn der Ring bei ihnen ist, kriegst du ihn zurück. Danke. Ihr braucht uns ganz in der Nähe sein. Da muss man von überzeugen. Ja, eventuell ahne ich schon vor. Der Schutt versperrt den Weg. Ach Mensch. Soll ich mir diese ganzen Umwege hier bauen? So. Dann gehen wir einfach mal darauf, würde ich sagen. Es könnte sein, dass das schon der Bau ist. Oh, da seht ihr. Elixier der Gesundheit. Okay, jetzt haben wir es also mit Bergkobolden zu tun, wie es aussieht. Und was sagt uns das? Richtig, dass wir angreifen. Ja, na, physischer Schaden? Nee. Ja, komm. Ah, immerhin. Ja, nochmal. So, du, mein lieber Freund, greifst mit deiner Windklinge an. Oh nein, nicht Gift. Aber du jetzt auch, so. Hm.
Nee, komm, Heilung noch nicht. Sehr gut. Komm, jetzt muss mal Kraft. Sehr gut. Ich bin gespannt. Ein bisschen mehr macht das schon. Na gut, bei ihm schon ein Ziel. Ach, auf diese Bären ist einfach kein Verlass. So, ja, komm, Feuerbällchen. Gegenstände, wäre es denn mit Seele und Wasser mit unserem letzten? Windlinge kommen. Weg mit dir. Ja, klar. Der ist schon voll geheilt, aber muss ich nur mal heilen. Warum nicht? Habe ich nichts gegen. Schade. Ihm bringt Gift wohl nichts. Heilung auf den Bären jetzt. Ja, sehen, was wäre gar nicht so schlecht, wenn wir das nur hätten, aber kann man jetzt wohl erstmal nichts machen. Nee, aber die schaffen wir sicher noch. So, nochmal ein Feuerbällchen. Den Geruch. Da muss ich auch schon wussten von. So, die Kiste ist voller. Du weißt nicht, um was für ein Pulver es sich handelt, aber es riecht streng. Minderwertiger Wein, nicht mal ein Mensch würde ihn trinken. Schwarzes Brocken und ein. Oh! Was kann der? Der alte Ring? Moment, Gegenstände. Alter Ring. Der Ring hat schon was. Ja. Wahrscheinlich nichts. Ach so, ja, stimmt, das war ja der Ring, den der eine Dude da braucht. Stimmt, ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Aha! Wow. Also ein einzelner kleiner Kieselstein hat jetzt den ganzen Steinhaufen da sozusagen zerstört. Das ist interessant. So. Da ist ein alter Ring. Die Bergwolde sind Geschichte und dieser Ring war bei ihnen. Danke. Hier, diese Rune ist für dich. Rune der zweifachen Kraft? Oh mein Gott. Wo ist er? Ausrüstung. Zweifache Kraft. Gesamtschaden plus 10. Und dann einfach nur Füße. Okay. Ah, okay, okay. Ja gut. Habe ich natürlich nichts gegen. Aber dann werde ich, glaube ich, auch ihm Kraft geben. So. Speichern wir nochmal. Die Verletzung ist nicht tief. Ich will mich nur noch etwas ausruhen. Bist du dir da ganz sicher? Ist es nicht doch was Ernstes? Damals, als die Dunkelelfen noch im Bann der Dunklen standen, haben sich ihre Kriegerinnen todesverachtend und vom Bluttausch getrieben, splitternackt in die Schlacht gestürzt. Oh, interessant. Alles klar, wir wissen Bescheid, wir müssen speichern. Ja, was seid ihr denn jetzt schon wieder? Für welche? Magie! Nehmen wir mal den Eisstalaktit. Boah, der haut rein. Angriff.
Ja, komm, Blitzschlag. Wow. Ganz schön hohe Verteidigung, möchte ich mal sagen. Ein bisschen zu hoch für meinen Geschmack. Zumal wir jetzt schon diese versteckte Kraft da haben. Aber hey, wir haben es geschafft. Also die sind wahrscheinlich sehr anfällig für magische Attacken, aber dafür extrem robust gegen physische. Oh. Die ist ja jetzt aber doch ein bisschen zäh, diese Spinne hier, wie es aussieht. Ach ja, ich weiß nicht warum, weil ich mit Feuer angegriffen habe und nicht mit Eis. Hey. Mann. Dann muss ich jetzt schon wieder auf das Eis warten. So, komm, Heilung auf den Bärchi hier. Mal so angreifen. So, und du setzt jetzt ein Eisstalaktit ein und das sollte es eigentlich gewesen sein. Jawohl. Schaden plus 3. Schwarzerzbrocken erhalten. Frag dich, ob die Gewürze in den Schalen und Töpfen noch zu gebrauchen sind. Oh. Ja. Na gut, bevor ich was mache, zum weiter um sind. Oh, Glocke erhalten, okay. Starke Rune des Eises erhalten, okay. Statue der Dunklen, du bist dir sicher, dass diese Dämonen in Wirklichkeit nicht wie ein Dunkelhelfer aussieht? Hm. Wie kommt das Blut eigentlich dahin? Aber gut. Erstmal nehme ich, glaube ich, Eis Plus, genau. Ja, das hört sich doch ganz gut an. Ja, doch. Das lassen wir mal so. Das Tor ist verschlossen. Die vier Einsiedler ziehen die Einsamkeit vor. Was heißt das? Tja, keine Ahnung. Also die sitzt fest, die Kugel. Aber die nicht. Okay, man kann die trotzdem weiterschieben. Schiebt einfach jetzt irgendwo hin. Moment. Die vier Einsiedler ziehen die Einsamkeit vor. Also sie dürfen einfach nicht nebeneinander sein. Also quasi so ein Abstand. Die einfach die Corona-Regel einhalten sozusagen. Auf Abstand alle. Ja, okay. Starke Rune der Luft erhalten, starke Rune des Zauberbruchs erhalten und 100 Dukaten. Dann werde ich den Bären natürlich jetzt die starke Rune der Luft geben. So, Luft plus. So. Gut, wir haben ja noch eine Glocke bekommen und wir wissen, da war ja von so ein Glockensymbol, nicht wahr? Wer sagt's denn? Na, so. Schwarzerzbrocken. Rüstungsbruch erhalten. Und 50 Dukaten. Das läuft doch. Das ist mit Sand gefüllt.
Hinter beschränkt sich auf ein paar Spinnennetze. Alle leer. Wie? Hier gibt's nichts. Verdammte Reste von Früchten. Ja. Also scheint hier tatsächlich nichts zu sein, oder? Weiß ich jetzt gar nicht, war noch irgendwo was? Eishöhle. Oh. Hier funktioniert die Glocke also auch. Oh. Meister Rune des Krieges erhalten, starke Rune des Feuers erhalten, oder? Ja, das wird immer besser hier. Okay. Ausrüstung. Defensive Rune vielleicht irgendwo. Mit Gegenstände. Kann ich doch jetzt irgendwie so eine starke Rune bekommen? Na. Keine Ahnung, wo die starke Rune jetzt geblieben ist. Komisch. Naja. Achso, von der Kamera. Genau, können wir jetzt hier vielleicht weiter. Na gut, hätte ich mich auch gewundert. So. Achso, ja, da waren wir ja gerade. Dann geht's hier noch da lang. Ach so, nee, das war ja nur da, um das, um die Felsen unterwegs zu machen. Ja, hey. Wo kommen wir denn jetzt weiter? Frage ich mich gerade. Tja, das ist eine gute Frage, ne? Kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Ah, gut, dass du verletzt bist, interessiert mich jetzt eher weniger. Ich würde gerne wissen, wo ich hier weiterkommen soll. Gut, hier geht's ja nicht. Aber in dem Raum da war doch nichts. Also irgendwas muss da doch sein eigentlich. Irgendwo muss hier doch was versteckt sein. Aber da sind die Behälter alle leer, da ist nichts. Da ist nur Staub. Tja. Und auch da ist nichts, meine lieben Freunde. Daher fürchte ich, dass es hier wohl doch nichts gibt. Leider. Ich meine, hier ist ja ein Loch, aber mir scheint da nichts zu sein. Leider. Hier sonst noch was? Irgendwie noch ein anderes Symbol, was ich jetzt vielleicht irgendwo übersehen habe. Ja, das war ja nur die goldene Höhle und von da aus geht es ja sowieso nicht weiter.
Das war... Ah, das war nur die Brücke. Und das war eben die Eishöhle. Ich habe sogar jetzt gerade echt keine Ahnung, wie und wo wir weiterkommen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, da ich ja sowieso über die Zeit bin, will ich weiter an der Stelle sowieso wahrscheinlich erstmal beenden und ja. Dann muss ich vielleicht nochmal für mich ein bisschen schauen, wie man hier weiterkommen kann. Ja. Aber bis es dann das nächste Mal weitergeht, würde ich natürlich erst einmal wie immer sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.